So, weiter geht's heute mit dem kurzen Qualifying hier aus Mexiko und wir machen heute weiter hier in F1 2020 und gucken mal aufs Wetter eben gerade. Es sieht alles ganz gut aus, die Ergebnisse sehen ganz gut aus und dann gehen wir mal rein und schauen wir mal, ob wir es heute hinbekommen, eine relativ gute Position zu holen, sagen wir es mal so. So. So, Auto wird fertig gemacht, dann kommen wir gleich auf die Rennstrecke. Und zwar jetzt. So, also Setup auswählen und dann kommen wir rein. Das Trockensetup für Mexiko. Und dann geht's auf die Strecke. Everyone ready? Okay, let's go. So, gucken wir mal. Gut, also Bescheid, wir sollten darüber uns kein Rennen. Ob das nächste Woche ein stattfindet, weiß ich noch nicht, aber wir sind ja durch mit der Saison. Mit dem 11. Platz in Abu Dhabi endet unsere 6. Saison, gehen wir bald in die 7. Ich weiß auch nicht, wann wir mit der neuen Saison beginnen. Aber ich lasse es euch alsbald wissen und wie es dann weitergeht. War eigentlich eine relativ erfolgreiche Saison. Wir sind, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, sogar 4. in der Konstrukteurstabelle. In der Fahrtabelle war es für mich wahrscheinlich irgendwie Platz 9 oder so. Vielleicht auch Platz 10, ich weiß es noch nicht. Die finalen Ergebnisse sind noch nicht raus, oder die finale Tabelle ist noch nicht raus. Aber trotzdem, alles ist gut fürs Team, in diesem Fall zufrieden und das erreicht, was wir wollten. Aber gucken wir mal. So, haben wir hier schön durch die S. Es sind total Leclerc her, der da so ein bisschen das Tempo versucht vorzugeben. Mit so einem giftgrünen Renner. So, und dann geht's jetzt los. Können wir hier tatsächlich die Pole holen oder mal wieder eine Pole holen? Aber mal schauen, wie gesagt, wie es wird. Gott sei Dank bleibt es morgen trocken. Nochmal, nein, die Handschuhe sind nicht schwarz und violett, sondern grün, grün-pink, so rum. Also quasi zum Passen zum Auto. Wurde ja vor kurzem ein Podium freigestellt, dachte mir, jetzt nimmst du es ja auch. Passt irgendwie zu der Farbkombination zum Auto. So. Ja, es ist ein anderes Auto, aber das ist gerade ja voll interessant, da wir auf der schnellen Runde sind. So ein bisschen lupfen und dann gib ihm. Ja, ich hoffe, dass wir relativ gut durchkommen. Zweiter Sektor ist schon mal violett, aber ist jetzt erstmal klar. Perez ist ja auf jeden Fall der Erste, der Lokalmatador. Der Mexikaner, der auf jeden Fall auf seiner Heimstrecke was zeigen will und schon mal ein gutes Ergebnis vorlegt oder eine gute Zeit vorlegt. Ja, aber von dem ist ein Viertel unterboten. Mit einem 16-2 können wir da runterkommen? Nö, überhaupt nicht. 17-0. Auf 4 momentan. Wo wir nochmal was machen müssen. Wir müssen nochmal arbeiten. So, nächste Beste hat Alexander Albon. Sind wir momentan vor Mick. Das ist gar nicht so schlecht, aber vor Leclerc wäre mir lieber. Jetzt erstmal Lando Norris mit der nächsten Bestzeit. Ich weiß gar nicht, wo Leclerc auf welcher Position der steht.
geht ja auch noch so ein bisschen um die Rivalität hier. Die will ich gerne noch gewinnen. Das könnte doch mal einen kleinen Sprung geben. Nö. Also zumindest nicht von der Tabelle her. 6er momentan. Fahrer vor mir. Kvyat is ahead of you. They've just entered the pits. Their best lap time is a 1:16.5. Da müssen wir doch mal checken. 16.5 von Dani Kvyat. Vom Russen. Ich nehme jetzt gerade noch ein bisschen schon Gas raus. So, Leclerc ist auf 6. Okay, der hat jetzt zur Zeit gesetzt. Ja, ich weiß. Lass mal auf die Zeit gucken. Fahrer vor mir. Didn't catch that. Say again. Leclerc ahead. Their best lap time is a 1:16.7. So, auf Augenhöhe, Charles Leclerc. Also sind wir dran an ihm. Es ist wichtig, dass wir den im Rennen schlagen. In Japan ging es ja leider nicht. Da wurde probieren wir doch noch 19. Da wurde ich bei der Strategie aus Russland vorher. Wurde ja auf Medium geschaltet und Soft durchgefahren sind und da wir noch Platz 13 geholt haben, nicht komplett aufgegangen ist. Und hier in Japan wurde dann mit Rang 19. Die letzte Woche in den USA immerhin mal wieder Punkte satt. 6 Punkte an der Zahl. Der Vorsprung auf Sainz trägt auf 12 Punkte. Aber müssen wir gucken, wie gesagt. Wir dürfen in den letzten Rennen tatsächlich nicht über Max Verstappen für die schnellste Runde. So. So, also, Platz 12 jetzt momentan nur. Also müssen wir nochmal den Schutz setzen. Ja, müssen wir uns nochmal definitiv verbessern. Das lasse ich, kann ich mich nicht auf mir sitzen lassen, das will ich auch nicht auf mir sitzen lassen. So, Sainz ist momentan auf 8, 14 sind wir jetzt gerade nur noch. Leclerc, wie gesagt, immer noch vor uns auf 13. So ziemlich punktgleich mit uns. Dann geben wir jetzt mal gerade ein bisschen mehr Stoff, damit ich ein bisschen reinkomme jetzt wieder. Wir müssen weit, weiter und vorne. 14. Platz ist natürlich eine Enttäuschung nach den Ergebnissen eigentlich vom Freitag. Hatte ich gehofft, dass da so ein bisschen mehr kommt. 15. jetzt nur noch. Ich hatte so ein bisschen mehr gehofft, aber wie gesagt, schauen wir mal. Kann sich ja noch verbessern. So, der Sunset in die Box, das ist aber gerade von uns uninteressant. So, jetzt mal ein bisschen Schwung mitnehmen in den Kurven. So, den ersten Schwung nehmen wir schon mal mit. Das gibt eine gute Zeit. Also der gute Sektorenzeit.
Bis jetzt immerhin noch zwei Plätze vorne, also eine Reihe weiter vorne. Das ist gar nicht so unwichtig vielleicht. Sogar momentan zwischen den Alpha Tauri. Weil wir müssen doch müssen doch andere Teams mit Strafen nochmal rechnen. Oder wir können noch mit Strafen irgendwie rechnen. Da müssen zu spät gedrückt, dass der S. Es wird nicht reichen. Nicht für eine neue Bestzeit. Oder eine neue gute Zeit. So, jetzt nehme ich mal das Gas wieder raus. Dann kann ich jetzt mal. Ich breche jetzt nämlich ab die Runde. Und dann haben wir noch 7 Minütchen für den letzten Stint. Den wir natürlich versuchen nochmal. So, schön vorsichtig und langsam in die Box, damit wir. Ja. So, dauert es einen Moment. So far, our fastest lap is a 1 minute 16.5. So, können wir raus. Letzter Versuch. Und dann hätten wir es. Aber gucken wir mal. Er hat also so ein Auto. Ich habe gesehen, Vettel, sorry. Da wollte ich. Aber gut, ich habe mir noch. Ist aber auch richtig angekommen, alles gut. Ja, wir haben sie mal wieder nur 14 da. Ich bin mal vor Leclerc, das ist das Wichtigste. Erstmal. Bezüglich der Rivalenwertung ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man den schon mal hinter uns hat. Aber wie gesagt, Hauptsache jetzt wird der Start gelegt. Das ist jetzt mal das Allerwichtigste. In den USA ist es uns gelungen, Gott sei Dank. So, 4 Minuten 20 haben wir noch, liebe Leute. Probiert natürlich noch mal was. Ja, ein bisschen noch mal mitgenommen, war auch nur Millima. War vor mir. Gasly is ahead of you. Their best lap time is a 1:16.4. 16.4 Gasly. So, jetzt schön durch die S's durchkommen hier.
Ja, die Runde ist nicht gut. Das Ende ist nicht so gut. Weil das Ende kann noch mal ein bisschen was bringen und es ist dort am Ende Platz 7. Das gefällt mir doch. Da ist noch mal ein ordentlicher Schuss gekommen, gerade was die Zeit betrifft am Ende. Weil der Mittelsektor war nicht gut. Der Mittelsektor war überhaupt nicht gut. Also das hat nicht, kann nicht so funktionieren wie soll. Aber es hat dann am Ende gepasst. Ja, platziertechnisch hat sich nochmal gemacht. Zeitentechnisch, ja. 15. So, lass ich kurz den Renault ziehen. Ocon ist es. So, das ist Gasly, der momentan 14. Sommer. Ich glaube, das dicke Problem, dass wir hier genau an dem Verkehr landen, weil ich auf der Rückfahrt bin. So, Russell, also den Haas dabei, der Magnus ist es, sorry. Den Haas jedenfalls. Ich fahre jetzt zurück in die Box und freue mich über diesen 7. Platz. Da ist nämlich einiges zu machen mit. Ich kann es auf jeden Fall auch deutlich vor Science, was am Ende sehr wichtig ist, weil dann nur noch 2 Rennen sind. Dann sind wir nämlich durch. Mein Ziel ist es definitiv noch, diesen Platz zu verteidigen. Just 30 seconds left in the session. So, dann steige ich mal schön in die Box. Und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt. So. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und Max Verstappen. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Okay, Platz 15 dann am Ende doch nur. Da haben uns ja echt noch einige Autos überholt. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es am Ende doch noch so heftig wird. Ich dachte gerade, Platz 7, 8, 9, das wäre mit ein bisschen Glück. Ja, da steht nach Charles Leclerc 10 Plätze, 5 Plätze vor uns. Gut, Voraussetzung, der kriegt keine Strafe. Ich krieg ja auch eine Strafe noch. Na, das sage ich mich gerade so ein bisschen. Naja.
So. Dann würde ich sagen, machen wir fast Feierabend. Ich gucke gerade mal kurz auf den F&E-Baum noch mal kurz rein, was wir so linken können. Was hältst du hiervon? Dann lass mich in Ruhe. Ja, dann nehmen wir das mit. So. Okay. Da ist irgendwo noch was. Ach, na gut, egal. Ach, alles gut. So. Gut. Dann mache ich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und warte mal, es hat da gerade keine Rivalität. Sehe ich das gerade richtig? Okay. Ich hatte gedacht, es hätte wohl nach dem Rennen gereicht. Nein, scheinbar nicht. Ach, ich hatte mir nur geil. Na gut. Okay, wie dem auch sei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Rennen. Und ja, bis dahin. Tschüss.